Hier, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Harte Bobby ist auch wieder mit dabei und ich hoffe ihr auch. Hi! Wenn das nicht handelt ist, danke, dass du vorbeischaust. Okay, fürs Vorbeischauen heute gibt es ein Kreisrundengeschenk. Amüsier dich gut. Da bin ich mal gespannt, was wir heute haben. Vielleicht spiele ich auch einfach mal irgendwas, was man einfach nur wirklich zum Komplettieren spielen kann. Nicht unbedingt irgendwas Gezieltes, aber ich sehe es bestimmt wieder kommen, dass irgendwas da ist, was ich spielen will. Ach ja. Die ganzen Pokémon-Sachen hier. Wie zum Beispiel das hier. Das könnte man vielleicht irgendwann mal auch mal spielen. Um die hier zu bekommen, muss man die hier entfernen. Nur so als kleiner Tipp. Ich sollte erstmal durchgehen und danach halt irgendwelche Tipps geben. Ach ja, der Eugen, stimmt ja, da war ja auch was. Das ist immer so eine Sache, wenn man sich dann halt die Marken anschaut, die man dann schon mal gespielt hat. Oder der hier, der eher in 4 Runden gemacht werden müsste. Die habe ich zum Glück komplett. Also Mario brauche ich diesmal nicht zu machen. Hier kann man übrigens die Münzen umwerfen und hier die, wobei ich glaube ich die Münzen, aber hier die Blöcke kann man umwerfen. Aber es ist glaube ich besser, wenn man sie nicht umwirft, damit man die Bombe schön mittig reinwirft, um die, ja, um den Blooper zu kriegen. Na, Zahnrad-Action. Wobei diese Kugel, die ist, ja, die muss ich halt auch lockern. Auch wenn man meint, das ist eine Kugel, die rollt dann. Nee, die rollt dann nicht unbedingt. Oder sowas hier, was man eigentlich hätte komplett haben können. Aber da war ich dann zu weit an der Wand, hat nicht geklappt und so weiter. Hier kann man übrigens auch mit links rechts bewegen und arbeiten, dass man hier diese, ja, die Hämmer und die Münzen runterwirft. Und die Münzen habe ich ganz viele. Und der schwierigste Kran bei Mario vs. Donkey Kong, ja, ja. Lang genug gedauert, aber komplett. Ich könnte auch den hier heute spielen, das wäre auch so eine Idee. Ich meine, 3 Runden. Ja. Muss noch mal kurz gucken, vielleicht finde ich ja sonst noch irgendwas. Oder den hier eventuell. Ja, mit links rechts. Yoshi. Ah, verdammt. Ja, ja, Yoshi, klar. Und hier sind noch mehr von Mario vs. Donkey Kong, okay. Hier kann man übrigens, ja, wenn man viel Geduld hat, kann man den gerade sogar hier komplettieren. Ohne Eingriff. Und zwar, dass man halt hier die ganzen Marken sicher runterfallen lässt, weil alles locker ist. Aber, ja, nur wenn man wirklich Zeit hat. Noch ein bisschen Pokémon. Ach ja, mein Kirby hier. Ja. Ja gut, okay, wir sind am Ende angekommen. Ich gucke da nochmal kurz durch, was ich spiele. Also, ja, bis gleich. So, ja, ich habe mir überlegt, was ich spiele. Und zwar diesen Kran hier. Der fällt mir zwar nur noch der, ja, der Kirby, aber ist nicht ganz leicht zu kriegen. Und sollte ich das hier nicht so gut hinbekommen, mit der ersten Runde zumindest, dann werde ich hier einfach trotzdem auf den Yoshi hier gehen, weil ich kann mir vorstellen, dass ich den in 2 Runden kriegen kann. Ich habe den, glaube ich, zweimal mit einer Runde gespielt. Und da sind halt immer, ja, die Marken gefallen, aber halt die zum Schluss nicht. Und ja, dann gucken wir einfach mal, dass ich dann trotzdem den Kirby kriege, selbst wenn ich hier 3 Runden bekomme, brauche. Aber ich muss zumindest gucken, dass ich halt hier zuerst reinkomme. Am besten so, dass ich halt hier an dem Detail leicht drankomme. Und dass ich dann die Marke runterwerfe und die hier greife, dass hier der Weg frei ist. Und dass ich dann ihn halt hier einfach nur lockern kann, dass er hier runterspringt. Ab hier an der Stelle rutscht er nicht ganz durch, sondern der bleibt da, also der ist wie so eine unsichtbare Spitze, wo er dann dran stößt und dann so umkippt. Aber das ist natürlich die Frage, ob er beim Umkippen auch runterfällt. Das ist mir einmal nicht passiert, deswegen weiß ich das nicht ganz genau, aber ja. Warum mal, dass ich hier zumindest in die Mitte komme, das war zu weit links. Ja, aber okay, gut. Die Marken sind trotzdem rund runtergefallen. Ich hoffe nur, dass er nicht im Weg ist, wenn ich hier ihn lockere. Also, dass er hier beim Sprung nicht ihn berührt. Würde am Ende wohl doch passieren. Na? Na? Ja, das ist halt das Problem, was ich gemeint habe. Dass er halt nicht wirklich, ja, also er ist nicht hier dran gestoßen, sondern halt hier irgendwo unsichtbar und dann halt nur so einen Bogen gemacht, dass er umfällt. Aber gut, dann gucken wir, dass ich mein Training eine Runde kriege und dass ich halt wirklich hier reinkomme, weil hier hängen zu bleiben, das war jetzt dämlich. Weil eigentlich sollte es nicht ganz so schwer sein, da reinzukommen. So. Da sieht man, wenn so ein Kran eigentlich relativ simpel aussieht, wenn man sagt, gut, man hat nur eine Runde. Aber, ja, wenn es dann trotzdem nicht reicht. Aber egal, wir haben noch das Training vor uns. Also, Bobby, lass uns mal durch hier. Hier ist ein Trainingskran-Spiel. Viel Spaß beim Üben. Und ich bin nicht erfreut über diesen Trainingskran. Woran mag das wohl liegen? Schwer und wenige Marken. Na gut. Ja, man merkt bestimmt, ich bin nicht ganz erfreut. Wobei ich hier überlegen muss, ob es hier wirklich mehr Sinn macht, zuerst oben links reinzuwerfen oder doch hier gleich am Anfang, damit, oder hier eher gesagt hier hin, damit sich die ganzen Marken erstmal lockern. Weil wenn ich hier oben hinwerfe, es kann sein, dass die hier erstmal nach links umfällt, also hier erstmal gar nichts passiert.
Ich werfe da hin. Ich werfe einfach hier hin und hoffe, dass dann zumindest die zwei Marken fallen oder halt vielleicht fällt die runter hier. Weil die oben, diese Fläche hier, auch wenn das nicht danach aussieht, ist so leicht rutschig, dass die Marken halbwegs runterrutschen, aber muss natürlich auch, klappen. Hat man jetzt so ganz leicht gesehen. Aber man sieht halt hier, das war es sogar jetzt schon fast. Ja, egal, ich gehe trotzdem mal ganz nach links oben hin. Ja, seht ihr, wie die Marken runterrutschen, obwohl ich nur die Bombe hinlege? Na, blöd, es bleibt wieder oben liegen. Na, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es vielleicht noch ein bisschen nach rechts rutscht, dass sie dann hier runterfällt, aber diese ist ja auch so ein bisschen fest, aber zumindest sind beide runtergerutscht und blockiert. Habe ich schon gesagt, warum ich diesen Kran nicht mag? Okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Hierhin oder hierhin. Also hierhin, damit halt die Marke nach links rutscht, wobei wenn die blockiert, bringt das nicht viel. Und wenn ich hierhin werfe, dann fliegt die Marke wohl in die Richtung. Aber das hier kann natürlich auch wieder nach unten klappen. Ne, wobei geht ja gar nicht. Das ist klar, das ist ja hier. Stimmt, das ist ja schon hier fest. Ja gut, dann werfe ich hier hin und hoffe, also ich am besten hier abprallen lassen, dass die Bombe hier explodiert. Dass dann vielleicht schon die unteren Marken hier noch ein bisschen irgendwas machen. Egal. So, komm, werf da hin. Habe ich schon mal gesagt, dass ich ihn gerade nicht mag? Woran mag das Espo liegen? Also ich habe ehrlich gesagt. Ja, komm, vergiss es doch. Also, ganz ehrlich, diese Art von Kran würde ich im richtigen im richtigen Spiel nicht spielen wollen. Hier, also, ja. Vielleicht fange ich hier auch komplett falsch an. Keine Ahnung. Aber okay, Bonus haben wir. Ich bin nicht erfreut mit dem Trainingskran. Ganz ehrlich. Weil selbst mir nach dem Training hier weiß ich immer noch nicht, wie ich ihn genau spielen soll. Vielleicht habt ihr da eine Idee. Ich weiß es nicht. Oh. So, aber das ist auch nicht mehr so wichtig, weil ich muss ja gucken, dass ich hier in die Lücke reinkomme und mir den Kirby schnappe. Was ich gerade überlege, gell? Das heißt, wenn ich ihn schnappe, dann kann er ja hier oben ja noch hängen bleiben und dann wieder zurückspringen. Also dass er dann hier wieder auf dieser Schräge landet. Aber egal, einfach mal versuchen zu greifen. So, sieht schon besser aus. So, ich hoffe auch wirklich, dass er runterfällt, weil sonst habe ich ein leichtes Problem. Ein Problem, der nicht komplett hier... Okay, alles klar. Sehr gut, okay. Da bin ich schon zufrieden. Wie gesagt, auch wenn es jetzt nur eine Marke war, komplett ist komplett. Und dann bin ich ja schon fast froh, dass ich halt dann beim Training trotzdem eine Runde bekommen habe, einen Bonus. So, und ihr wisst ja, ich bin ja auch bei Kirby so ein bisschen hinterher, dass ich da die auch nach und nach kompetiere, weil es sind auch ein paar Sets dabei, sind nicht leicht. Gott, sind die Marken klein hier unten. Weil das halt mittlere Marken sind, die aus zwei bestehen. So, da gehen wir nochmal schnell zur Sammlung und gucken uns, wo ja, Kirby mit dem Hammer hinhaut. Na, hoffentlich auf den Kopf von DDD. Oh, okay, gut. Die schlagen irgendwo in die Gegend rum. Ja, keine Ahnung, der Hintergrund ist ein bisschen unpassend für die Marken, bin ich ganz ehrlich. Weil, wobei, gut, man könnte sich vielleicht so vorstellen, dass irgendwie DDD von oben runtergefallen ist, gerade ins Wasser springen will und Kirby jetzt da steht und sich wundert, oh Gott. Da gibt es gleich eine riesige Wasserfontäne und die hauen halt ab dabei. So könnte ich mir das vorstellen, theoretisch. So, ja, das ist unser Set Nummer 218, also es läuft doch. Ich meine, wie schon gesagt, selbst wenn ich dann am Tag nur, ja gut, was heißt nur, wenn ich am jeden Tag eine Runde, ein Set komplettiere, ohne da, egal was für eine Art von Set, dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Aber man möchte doch schon seine Marken sammeln, die man gerne sammeln möchte, die man in der Vergangenheit nicht sammeln konnte, weil wir nicht täglich zwei Runden hatten. Und ja, dann hoffe ich, dass euch hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badger Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Mein Satz ist so lang, ich muss immer wieder Luft holen. Und ja, ihr könnt mir gerne schreiben, ob das Training abgelaufen ist. Ich hoffe, besser als bei mir. Hoffe ich wirklich. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.